So, getrunken haben wir. Das könnte ich noch umbauen in Titan. Das würde ich mal eben machen. Und dann können wir das Observatorium bauen. Hier war leer, ne? Ah ne, können wir auch nochmal mitnehmen. Vorsichtshalber zum Bauen. So. Dann lass mal jetzt gucken, wie wir das bauen und planen. Weil hier wäre schon geil, wenn wir hier so ein Observatorium haben, wo wir so ein bisschen gucken können. Weil oben an der Wasseroberfläche ist doch AA, oder? Jetzt muss ich erstmal wieder das Bautool ausrüsten. Das ist das hier. So, aber so eine normale Verbindung kann man gar nicht bauen, ne? Ich kann das gar nicht dahin bauen. Okay. Das ja, das geht. Aber wie kriege ich die Verbindung zur Base? Oder mache ich das anders? Den konstruiere ich mal. Genau wie das auch. Hier ist unser Bioreaktor drin, ne? Sehe ich richtig, ja. Kann man... Aber wenn der in der Mitte steht, kann man in der Mitte bestimmt keine Leiter bauen, ne? Nur um nach unten zu kommen, oder? Warte mal, Flo sagte mir, dass man unter dem Aquarium noch ein Aquarium bauen kann. Da kann man das so nutzen wie ein Fahrstuhl. Das wäre ja hier. Aber ich weiß nicht, ob man... Nee, ja doch. Ich weiß aber nicht, ob ich da noch so ein Ding drunter kriege. Doch. Hallo. So, kann ich denn jetzt... Wie komme ich denn jetzt dann da runter? Da müsste ich in diesen Mehrzweckraum quasi ein Aquarium bauen, oder? Brauch Quarz, ne? Okay. Schauen wir mal. Quarz, ja natürlich. So, zack, zack. So, warte. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was wir für die fürs Aquarium brauchen. Müssen wir mal schauen. So, das geht. Aquarium, ne? Die Lebensform, wo waren das? Wo waren das nochmal gewesen? Da. Fünfmal Glas. Fünfmal Glas, alter Schwede. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich hoffe, wir kriegen fünfmal Glas noch hin. Das kriegen wir nicht mal hin. Das sehe ich jetzt schon. Fünfmal Glas. Zwei haben wir von fünf. Zwei von fünf. Holy shit. Nichtsdestotrotz würde ich erst einmal das Dings bauen. Hier unten dran quasi. Einmal das Röhrensystem. Und dann würde ich hier einmal das hier. Das Observatorium. Das ist doch geil. Das ist doch mega hier, so mit so einer Aus... Alter. Das ist doch voll cool. Ah, hier jeden Morgen frühstücken. Ah, wie geil. Das feiere ich ja mega. Das feiere ich dermaßen. Das ist richtig gut. So, jetzt müssen wir nur noch das Aquarium hinkriegen. So, wo kriege ich jetzt Quarz her? Quarz, 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 Quarz. Quarz, 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 ich fahr schwarz. Ach so, ja, den Funkspruch. Genau, den Funkspruch ist mir auch noch. Alter, was wir jetzt hier mittlerweile ausgebaut haben, das ist ja der Wahnsinn. Haben wir unser Seemöttchen eigentlich noch? Ja, ne? Mal gucken, wo wir Quarz herkriegen. Den Funkspruch wollen wir ja auch noch abhören. Das ist sehr schön. War Quarz bei den roten Feldern oder wo war das nochmal? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Oh, Strahlung. Stimmt ja.
Wir haben den Strahlungsanzug ja nicht mehr an. So, Quarz. Ich um mein Quarz, ich um mein Quarz. Noch mehr Strahlung? Sollte ich in die Richtung fahren? Oder schwimmen, besser gesagt. So. Quarz, Quarz, Quarz. Das ist Salzablagerung. Hier, oh. Hier könnte eine Quarz fündig werden, oder? Werden wir hier jetzt auch Salz? Hallo, Herr Pirscher. Hier vielleicht irgendwo. Warte mal, ich steige hier mal aus. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, warte, 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 warte. Den Segleiter hier mal eben. Da finden wir hier Quarz. Das können wir scannen, ja. Okay, hier möchte ich nicht hin. Quarz, 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 Quarz. Ne, ich glaube, war hier rote Felder? War bei den roten Feldern nicht Salz? Ich weiß es gar nicht mehr. Quarz, meine Freunde, wir brauchen Quarz. In Quarz, dann fahre ich schwarz. Mit Quarz fahre ich schwarz. So. Ist das Quarz? Nein, das ist Salz. Das erkenne ich so. Da könnten wir mal gucken, dass wir da ein bisschen Gebirge. Also im Roten ist, glaube ich, Salz. Was ist das denn da? Okay. Da komisch. Da ist Quarz. Ich sehe es doch. Das war doch Quarz, oder? Ja, Quarz. Juhu. Also doch hier. Also ist doch hier irgendwo Quarz zu finden. Zwischendurch. Die Frage ist nur, wo? Da, Kupfererz. Da ist Quarz, ich sehe es. Also war es doch in dem roten. In dem roten Dings. Keine Ahnung, was ist denn das? Ach, Seemottenfragment. Ja, können wir mal machen. Falls wir nochmal Titan brauchen, dann haben wir ein bisschen was. Quarz, wo bist du? Da ist zweimal Quarz, oder? Einmal. Hier auch. Nochmal Quarz. Nice. Hab's doch gewusst, im roten Bereich. Da war noch irgendwas gewesen. Das hatte ich noch in Erinnerung gehabt, dass das im roten Bereich war, also in diesen roten Wiesen. Also in den roten Wiesen findet man also Quarz. So. Da. So. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge, glaube ich, gesagt gehabt, oder was in dieser, weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession, dass es ja die letzte Folge ist. Wahrscheinlich wären das zwei Folgen oder drei Folgen, aber eigentlich hätte ich eher sagen sollen, dass es eher die letzte Aufnahmesession wird. Das heißt, irgendwann, jetzt wird es wahrscheinlich enden mit Subnautica. So. Ja, ja, Thomas, ich weiß. Der Witz wird niemals alt. Oder wir schwimmen zur Seemotte. Was ist schneller? Ich glaube, das Seemöttchen ist, glaube ich, schneller. So, und zack. Ja, ja. So, wir haben einmal Glas, zweimal Glas, dreimal Glas, viermal Glas. Da hätten wir sechsmal Glas. Fünfmal brauchen wir, glaube ich, ne? So. Dann schauen wir mal. Nee, also wie gesagt, es wird definitiv die letzte Aufnahmesession. Ich weiß noch nicht, wann ich jetzt die Folgen beende. Ob das jetzt diese Folge ist oder ob noch eine irgendwie kommt. Weil ich nehme das ja in einem durch auf immer. Ihr merkt das ja wahrscheinlich. Weil die ja immer so abgeschnitten enden und ich mich nicht verabschiede. Aber ich finde das immer ein bisschen angenehmer. So, weißt du, dann kann man einmal in durchgucken. Und ich habe da nicht immer 1000 Aufnahmen und 1000 Mal irgendwie, ja, tschüss, wiedersehen. Sondern kann in Ruhe in einem durch aufnehmen.
Dadurch, dass ich jetzt auch eine neue Festplatte habe. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, 3 Festplatten im Rechner. Habe ich jetzt eine Datenfestplatte, eine Spielefestplatte. Da habe ich jetzt eine SSD drin für die Spiele. Und die Datenfestplatte ist jetzt extra nur für die Aufnahmen und so und für die ganzen Stream-Gedöns und für YouTube und so. Das ist halt ganz praktisch. So. Was ist das denn da? Was macht der denn da? Der soll abhauen. Geh weg da. Was macht der denn? Der soll weggehen, Alter. Pups ja einfach mal hier in so einer Dings rum. Haben wir keine Energie mehr oder warum ist hier so dunkel? Nee, passt doch. Glas, ne? Glas. Glas, 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 Glas. Aber ich kann mir vorstellen, dass das noch sehr, sehr interessant ist, wenn du hier noch weiter die Wasseraufbereitung halt immer nutzt. Dann hast du ja unendlich an Wasser quasi. So. Ist unsere Hüllenstärke kaputt oder was? Oder warum ist hier Wasser drin? Warte mal, ich muss mal eben was kontrollieren. Bevor ich jetzt hier weiter anfange zu bauen, so. Das sieht mir nämlich nicht gut aus. Mal eben gucken, wie der Hüllenstärke. Keine Energie. Ernsthaft, willst du mich verarschen? Nachladen. Höhenstärke bei 21,8. Nö. Was macht der da? Ist das ein scheiß Ernst? So, wir wollen das Aquarium bauen, ne? War jetzt die Phase gewesen. Wo war's? Da war's. Probieren wir mal, ob das klappt, was ich davor habe. Wurde mir so gesagt. Hey, das geht sogar. Lul. Wie geil ist das denn? Okay, danke für den Tipp übrigens, Flo. So, Luke bauen wir auch rein. Die machen wir direkt hier hin. Hä, wie geil ist das denn? Hä, warum ist da kaputt? Hä, was ist das? Warum? Warum ist hier... Hä, warum... was? Der soll abhauen. Hä? Was? Alter! Warum geht auf einmal hier alles kaputt? Ist das wegen dem Dom, weil er alles voll furzt? Hallo? Nimm mal bitte den hier und lad mal nach. Ist das ein Reparaturwerkzeug? Ja. Was macht der denn da? Der soll abhauen! Der furzt mir die ganze Bude voll! Ich würde es gerne reparieren, aber... Wie soll ich das reparieren, wenn er da feststeckt? Ich würde es gerne reparieren. Wenn ich weiß, wo es ist, aber... Wie kriege ich den da weg? Kann er mal aufhören? Tot. Toll. Das ist ja... Was ist das denn für ein Bug? Wieso klemmt er sich da fest und reißt meine Base nieder, oder was? Was ist denn mit dem? Jetzt ist er weg auf einmal, oder was? Toll. Und meine Sachen? Meine Sachen sind noch da. Gott sei Dank. Wir haben ihn auf jeden Fall erledigt. Kann ich aus dem Schnitzel machen? Aus dir mache ich einen Pockenschnitzel. Du Drecksau. Komm her, ich hab Hunger auf dich. So, bin grad agro. So, essen. Ja, Freunde, das ist ja ganz toll. Das heißt, wir haben jetzt hier ein voll geiles Aquarium mit 2 Etagen. Hui! Das ist so super. Das ist voll geil. So kann man ja auch ein bisschen nach unten bauen, ne? Boah, wie schön das einfach ist. Warte mal, können wir eigentlich auch einen Scheinwerfer bauen? Haben wir sowas wie einen Scheinwerfer? Ich guck mal gerade. Ich meine, wir konnten einen Scheinwerfer bauen. Ja, hier Flutlicht, Scheinwerfer. Können wir sogar bauen.
Aber wo... Ach, keine Energie. Oh, warte mal. Pass auf. Ich mach mal den hier. Entladen. So, die da rein. Wo kann ich den denn hinbauen? Außen oder innen? Ah, der muss bestimmt außen hin, ne? Hä, wie geil ist das denn? Da kannst du ja voll das riesige Aquarium bauen. So, warte mal. Wo zimmer ich den denn? Ja, hä, warte mal. Geht das? Aber da... Okay. Kann ich den hier drauf bauen und dann ausrichten? Geht das? Aber ich kann den drehen auf jeden Fall. Ich würde den mal drehen. Das dauert. Ich hoffe, man kann ihn nur ausrichten. Ich würde den so in die Richtung. Das noch ein bisschen nach da nähen. Okay, ich platziere den mal hier so. So, warte. Was kann ich? Nee, können noch einen, können wir nicht bauen. Außenbecken, Beetkasten. Ist natürlich auch ganz geil, ne? Was ist das hier? Energietransmitter. Erhöht die Reichweite der Energiequelle. Wärmekraftwerk. Okay. Was, was? Ach, der bewegt sie automatisch, oder was? Oder wie? Ist der an? Ist der an? Das sieht ein bisschen aus wie so ein Moving Head von der Disco. Kennt ihr das? Die Dinger? Wahrscheinlich muss man das... Wahrscheinlich muss man das mal nachts beobachten oder so mit dem Scheinwerfer. Okay. Hm. Warte mal. Ein Flutlicht brauchen wir Glas... Glas und Titan. Glas haben wir ja sowieso nicht mehr, ne? Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. An diesen... An diese Kletterei hier mit dem Fahrstuhl quasi. Diesen improvisierten Fahrstuhl. Glas haben wir sowieso nicht. Brauche ich nicht gucken, weil wir Quarz brauchen. Haben wir gleich... Haben wir gerade alles verballert. Wir können den Dings noch abhören, ne? Den Funkspruch auf jeden Fall. Quarz war leer, ne? Ja, Quarz war leer. Batterien können wir noch mal ein bisschen laden. Das kann da rein. Da kann es aufgeladen werden. Taschenlampe hatte 100 Energie. Ausschalten. So. Das heißt, wir bräuchten noch mal Quarz und noch mal so einen Scheinwerfer zu bauen. Ob ich da nochmal gucken gehe, ob ich nochmal eben schnell Quarz kriege? Welcome aboard, Captain. Hui. War das hier lang? Ich glaube ja. Bin mir nicht sicher. Irgendwie, wo das rote Gebiet war. War das hier lang? Nur nicht Richtung, Richtung abgestürztes Schiff, weil da ist ja Radioaktivität und wir haben den Anzug nicht. Das sieht nach rotes Gebiet aus. Das sieht gut aus. Also müssen wir hier nach Quarz gucken. Und ich sehe schon Quarz. Sehr schön. Aber was war das denn für ein Gefurze von dem? Was soll denn das? Furzt der da unsere Base voll und die schwimmt? Schwimmt sie schon wieder kaputt? Oder beziehungsweise füllt sich? Was soll denn das? So, warte mal. Ich pack mal eben den Seegleiter wieder ein. Dann geht das ein bisschen zügiger. So. Quarz, da ist Quarz, glaube ich, oder? Nein, das ist Salz. Da ist Quarz. Ich würde jetzt noch ein paar Dinge ausprobieren. Was, was Bauen angeht. So, hier ist Quarz. Da ist nochmal Quarz irgendwo. Und hier rechts im Augenwinkel habe ich noch Quarz gesehen. Da... Hier war auch nochmal Quarz. Ich heiße Quarz. Und fahre schwarz. La 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 la. La 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 la.
Kennt ihr das Lied? Ich heiße Lars und komme vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. Und was bei euch ganz gerade ist, ist bei uns total krumm. Ich glaube, das hat Jürgen von der Lippe mal gesungen. Ist auch schon uralt. So. Oder von wem war das? War das von Jürgen von der Lippe? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da ist kein Quarz. Aber ich glaube, wir haben, glaube ich, genug, würde ich sagen. So, dann düsen wir mal wieder zurück. Wow. So. Wie cool man aber auch bauen kann, ne? Muss man einfach sagen. Wie geil man einfach Rapture erstellen könnte damit. Eine riesige Stadt. Möchten die wissen, was Leute gebaut haben? In diesem Baumodus. Gibt es eigentlich ein... Gibt es eigentlich einen Sandbox-Modus bei Subnautica? Wo man halt unendlich Ressourcen hat? Jetzt erstellst du Wasser, wo ich hinkomme, oder was? Was soll denn das? So, dann mach mal. Was sagt er hier? Er braucht wieder Pilze, ne? Der andere, wir müssen den anderen auch nochmal kontrollieren. So, was wollten wir denn jetzt gebaut haben? Warte mal, wir brauchten Glas, ne? Für was nochmal? Achso, für den Scheinwerfer. Für den, fürs Flutlicht da. So. Das war's. Gut, wir haben Energiezelle auch noch da. Okay, Gold, lalala. Salzablagerung packe ich mal eben hier rein. Nein, hier glaube ich. Ja, da ist Salz. Dann das Kupfererz kommt hier wieder rein. Das füllt sich auch so langsam. Gold haben wir auch gefunden. Und dann würde ich sagen, ja. Sieht der Spind gedreht? Der steht so weit weg von der Wand. Naja. Vielleicht ging mir das auch damals nicht. Ich weiß es nicht mehr. Tauche ich nochmal ab. Das sieht voll geil aus. Auch mit dem Scheinwerfer da drauf. Feier ich ein bisschen. So. Gut. Nein, hier wäre geil, wenn man hier rauskommen könnte. Kann man da eine Luke dran bauen? Ich frage für einen Freund. Warte. Das geht wahrscheinlich nur von außen, ne? So eine Luke da unten drunter, das wäre geil. Geht das? Warte mal. Moment. Luke? Ah, das geht nicht. Schade. Da könnte man eine bauen, da drunter. Ja, schön. Hier vielleicht runter? Ne, da ist ja der Dings am Stehen. Da können wir nur eine bauen. Fehlt uns Quarz. Okay, ist nicht schlimm. Dann können wir das auch dekonstruieren. Wir wollten diesen Scheinwerfer bauen, ne? Den hier, dieses Flutlicht. Kann ich das hier einfach am Boden platzieren? Geht das? Das geht. Wie rum scheint der denn? Immer hier einen hinstellen. Einfach unter Wasser. Okay, das ist so weit weg, glaube ich, wegen der Energie, ne? Das muss schon in der Nähe der Basis sein, ne? Ja, ich glaube schon. Weil... Ja, okay. Sobald das gelb wird, ist es, glaube ich, zu weit weg. Hier wird es noch gehen. Wo auch immer der war, ist mir auch egal. So, warte mal, ich drehe den mal. Würde ich den vielleicht dahin platzieren? Da so. Er steht natürlich falsch rum, natürlich. Also müssen wir den einmal drehen. Das Drehen müsste ein bisschen schneller gehen, das wäre super. So. Steht er jetzt richtig? Ich hoffe. So, wie kann ich den anmachen? Ist an. Achso, das ist jetzt... okay, das ist ja cool. Willst du, kann ich nochmal mitnehmen? Wegen Dings, wegen Energie. Ist nett, muss man sagen. Ja, mache ich gleich. Wenn ich noch ein paar Pilze gesammelt habe. Ich hänge. Ich komme nicht hoch.
könnte man sich richtig gemütlich machen hier, ne? Muss man einfach sagen. So, ich fülle mal eben die Bioreaktoren auf. Welcome aboard, Captain. Ja, hallo. So, der eine ist ja hier. Man müsste hier so Schilder machen, wo es hier lang geht und so. So, der kriegt jetzt auch noch ein paar. Zack, zack, zack. Sehr schön. Dann läuft das ja. Könnte man theoretischerweise noch einbauen, aber dann ist die Energiesteigerung. Aber der kriegt nicht so viel Energie quasi. Also der kann nicht so viel nachladen, wie der verbraucht, wenn ich das richtig sehe. Oh, eine neue Flasche. Danke. Schups, und schon zwei Flaschen. So geht's. Weil das Ding verbraucht echt viel Energie. Wir müssen noch ein paar Solarzellen. Solar ist auch schön. Solarpanels wären noch ganz geil fürs Dach. Damit er vielleicht noch ein bisschen schneller noch lädt. Quarz und Kupfererz. Quarz haben wir nicht mehr. Energietransmitter. Die Reichweite von der Energie. Okay. Auch ganz cool. Das hatten wir gebaut. Okay. So, dann würde ich einmal den Funkspruch abhören. Das machen wir jetzt mal. Den zweiten. Oder dritten oder vierten, ich weiß es nicht mehr. High Priority Automated Message from Aurora Live Pod 13 Coordinates Attack. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Was? Bestattung? Senden Sie Details zur umgehenden Bestattung. Und wo? Da? Dann würde ich sagen, essen wir mal was. Ich würde mal eben schnell was schnabulieren. Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Durst. Aber gibt's doch nicht. Da. Ha, hallo. Hä? Komm her. So, Bumerang. Du Bumerang, wie ein Bum, 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 Bumerang, fliegst du gleich mal in meinen Mund hinein. So, ah. Kann ich den auch essen hier, den einen, den hier? Ah. Weiß ich nicht, mal gucken. Kann ich auch essen. Ja, Nahrung ist, was ist niemals früher. So, und trinken einmal. Und dann würde ich sagen, dann düsen wir mal los mit der Seemotte. Wir könnten auch mit dem Großen dahin düsen. Aber ich mache das jetzt mal mit der Motte. Die ist ein bisschen flotter unterwegs. Dann machen wir das mal damit. So. Die ist ja eh in unserer Station aufgeladen. Ah, wie ärgerlich das war in der einen Folge mit dem, dass wir es verloren haben alles. Dass wir quasi die ganzen Module verloren haben, weil die Seemotte zerstört worden ist. Das war so ärgerlich. Vor allen Dingen, es war richtig gut ausgerüstet. Wir hatten ein Lager also an Bord. Wir haben einen Kofferraum gehabt. Wir haben eine selbstaufladende Seemotte gehabt. Wir hatten quasi einen Schutz, der irgendwie nicht gut funktionierte. Nur wenn du drin gesessen hast, hat der funktioniert, der Schutz. Was hatten wir noch? Ah ja, und die Tiefe hatten wir gehabt. Ich glaube, 300 Meter waren es, glaube ich, gewesen. Ne? Ich glaube, 100 Meter mehr. So, da gucken wir doch mal, was uns da erwartet. Muss ich den Strahlenanzug haben? Nein, brauche ich nicht, okay. Überreste eines hochrangigen Passagiers an Bord. Müssen wir den dann bestatten? 175 Meter Tiefe, okay, das schaffen wir. Energie ist top. Reparatur auch top. Temperatur 25 Grad, das geht. Das ist schön angenehm, wie in der Badewanne. So. Dann schauen wir mal. Dann haben wir doch jetzt einiges gesehen, auch was das Bauen angeht, wenn ich das so sagen darf. Und dann, wie ich schon sagte, wird das definitiv die letzte Aufnahmesession sein von Subnautica. Und
freue mich definitiv auf weitere tolle Survival Games. Ich habe ja, wie gesagt, eins schon in der Pipeline. Da dürft ihr euch freuen, das ist mal was ganz anderes. Von Art Survival, also vom Setting her, ist es was ganz anderes, aber ich freue mich schon auf dieses Spiel. Und das wird richtig, richtig geil. So. Dann schauen wir doch mal die Überreste eines hochrangigen Passagiers an Bord. Okay, dann steigen wir mal aus. Passing 100 meters. Ja. Taschenlampe geht da sowieso nicht, oder? Doch, geht. Wo sind denn hier die Überreste? Hä? Überreste? Das ist ein Fisch. Warte, ich scanne ihn mal eben erst. Kann ich nicht, weil Batterie fehlt. Warte mal, droppen. Nachladen. Jetzt kann ich scannen. Und dann esse ich den. Nein, warte mal, ich lasse ihn raus. Jetzt. Jetzt esse ich den. So. Mmh, lecker. Aber hier ist doch gar nicht Überreste. Was erzählt er denn da? Wo sind denn hier die Überreste? Hä? Hier sind gar keine Überreste. Haben mich angelogen oder was? Hä, wo sind denn hier die Überreste? Bin ich jetzt blind? Oder liegt der irgendwo hier neben? Eines hochrangigen Passagiers. Da stand doch Überreste, oder? 30 Sekunden. Omas, ja, ich weiß. Hä? Okay, die Anzeige ist nicht mehr da. Warte mal. Nehmen Bilder nicht. Siegleiter. Überreste eines Passagiers. Hier. Hä? Oder ist es einfach nur so eine Kapsel? Hm. Tja, das, ja. Habe ich jetzt gedacht, dass man da vielleicht ein bisschen mehr entdeckt, aber, ja gut, war ja nicht so, anscheinend. Das ist ja, schade. Schade, schade, Marmelade. So. Hinauf! Hui! So kommen wir wieder Richtung Heimat. Ja, dann würde ich doch tatsächlich sagen, ist das die letzte Folge. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war großartig, richtig, richtig cool. Es ist ein großartiges Game, wie ich finde. Es macht wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß, hier rumzuschippern, rumzutauchen, alles zu erforschen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ihr das selber spielen wollt, dann kauft es, damit ihr auch den Entwickler mit unterstützt und vielleicht noch viel, viel weitere solche tolle Spiele kommen. Below Zero, wie gesagt, gibt es ja auch noch. Ich weiß nicht, ist glaube ich ein DLC oder Standalone, bin mir nicht sicher. Das ist ja dann so ein bisschen mit Arktis unter Wasser und so, habe ich mir sagen lassen. Aber was ich sagen muss, es macht einfach einen Heidenspaß, hier rumzuschippern und alles zu entdecken. Und ich glaube, wir haben viel gesehen. Nicht alles, das ist klar, aber wir haben einiges gesehen. So viel kann man schon mal abschließend sagen. Und ein bisschen hat mich gestört, dass dieses Aufplöppen immer ist, der Grafiktexturen hier so ein bisschen. Man sieht immer so ein paar Gräserplöppen immer so ein bisschen auf in der Ferne. Das stört mich ein bisschen. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen beheben in ein paar Patches. Ich weiß gar nicht, ob die noch weiter dran arbeiten. Das Riesen-U-Boot ist ein mächtiges Teil, wenn ich das so sagen darf. Ich finde es ein bisschen unhandlich. Ein bisschen unpraktisch, weil das ist eher, glaube ich, was für größere Bereiche zum Schippern. Und die Seemotte ist supi. Das Aufrüsten ist auch ganz klasse hier mit diesem Andocken und so, dass man das halt noch aufleveln kann und alles. Das finde ich echt schön, muss ich sagen. Und so die ganze Idee mit der Technik hier und so, dass man hier halt diese Base bauen kann, noch viel, viel mehr anbauen kann auch. Was wir ja auch getan haben. Und ja.
Es ist ein großartiges Survival-Game. Ich kann es jedem empfehlen, der auf Survival steht. Der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Und, denn es ist wirklich echt atemberaubend und wirklich sehr, sehr cool. Es hat wirklich seine richtig geilen Momente, Subnautica. Das muss man einfach so sagen. Das ist einfach unbeschreiblich. Also, genießt das einfach mal, spielt das mal, probiert das mal aus, wenn ihr es könnt. Und, ja. Mit diesem schönen Ausblick möchte ich mich doch tatsächlich von euch verabschieden, von Subnautica. Und wir sehen uns im nächsten Survival-Game wieder. Schaltet da auch wieder ein, wenn es wieder heißt, Flexi ist wieder unterwegs am Survivalen. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ja, dann bin ich jetzt raus und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Oder wann auch immer ihr das guckt. Schönen Morgen. Startet schön in irgendeine Woche oder ins Wochenende oder sonst was. Oder in den Tag. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.